Variopox Injection Resin ist ein lösemittelfreier 2K-Epoxy-Primer mit niedriger Viskosität. Benutzen Sie bitte während der Applikation immer die empfohlene persönliche Schutzausrüstung. Nach Reinigung, Entfettung und Schleifen sollte die Oberfläche nochmals mit Double Coat Entfetter behandelt werden. Bitte verwenden Sie für die Entfernung von letzten Staubresten ein Staubbindetuch. Öliges Holz, wie zum Beispiel Teakholz, muss besonders sorgfältig entfettet werden. Öffnen Sie den Deckel und rühren Sie die Basiskomponente. Legen Sie die gewünschte Menge in einen sauberen Mischbecher ein. Öffnen Sie vorsichtig den Härter und vermeiden Sie jegliche Spritzer. Geben Sie die korrekte Härtermenge zur Basis. 50 Gewichtsteile Härter zu 100 Gewichtsteilen Basis. Rühren Sie die beiden Komponenten so lange, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Gießen Sie die Mischung in einen klaren Mischbecher und rühren Sie nochmals gut durch. Applizieren Sie Variopox Injektionsharz mit einem Wegwerfpinsel oder einem Nylonroller. Rollen Sie den neuen Roller auf einem sauberen Stück Karton aus, damit sich keine losen Partikel bzw. Fussel mehr auf ihn befinden. Applizieren Sie den Primer und verwenden Sie ihn gleichmäßig auf der Oberfläche, damit Absacker und Rinner vermieden werden. Applizieren Sie eine dünne Schicht auf Holz. Für Osmosereparaturen wird eine etwas dickere Schicht benötigt. Nach 24 Stunden bei 20 Grad Celsius kann die nächste Schicht, wie zum Beispiel Variopox Roll Coating, Variopox Imprägnierharz, Variopox Universalharz oder Imopox HB ohne Zwischenanschleifen aufgebracht werden. Nach 48 Stunden Härtung bei 20 Grad Celsius und Anschleifen mit P180 Sandpapier sowie Entfetten mit Double Coat Entfetter kann die erste Schicht Double Coat Double UV oder Double Coat Karat aufgetragen werden. Viel Erfolg!